Moin moin und herzlich willkommen zurück zu dieser Special-Folge. Es ist jetzt die 50. Folge von The Forest, das heißt, die will ich jetzt heute mal ein bisschen länger machen. So. Und ja, haben wir tatsächlich jetzt auch von The Forest geschafft, die 50. Folge zu erreichen. Also, ja, ich habe mir jetzt aber auch keinen Plan gemacht, was wir da machen werden in dieser 50. Folge. Aber ich habe mir überlegt gehabt, so gerade eben so, vielleicht können wir in dieser 50. Folge einfach mal durchballern und das Ding da oben fertig machen. Und ja. Und schon vielleicht die Planung machen, wie es dann da oben weiter aussieht. Ja, ich muss jetzt eben noch mal kontrollieren, habe ich auch Mikro und so weiter auch richtig an. Weil ich habe mir jetzt auch endlich mal ein Stream Deck geholt. Muss mich da noch ein bisschen reinfuchsen und so weiter. Ist jetzt mein erstes Stream Deck, so bin noch nicht so ganz sicher, ob auch alles wirklich funktioniert. Bisher scheint es ja. Aber ist auf jeden Fall schon sehr, sehr praktisch. Ich habe mir den mit 15 Tasten geholt von Elgato. Ist auch ein geiles Ding. Vorher hatte ich immer die Hotkeys hier auf dem normalen Tastatur gehabt. Jetzt habe ich es hier. Kann ich hier einfach mal auch jederzeit so Facecam hier wieder ausschalten und wieder einschalten. So. Und sind schon mal Ureinwohner. Nice. Und ich habe mir auch sogar noch eine Capture Card geholt gehabt von Elgato. Das heißt dann, demnächst können euch auch Let's Plays von meiner Xbox oder von der PlayStation und so weiter hier erwarten. Die, falls ihr das bei mir hier im Hintergrund sehen könnt. So, hinten habe ich Xbox oder PlayStation, die hier da oben. Xbox ist hier neben. So, dass ich die dann auch mal alle anschließe, gerade auf der Xbox. Die sehr viele Games, wo ich auch bei sehr, sehr vielen davon Bock hätte, mal Let's Play zu machen. Und ja. Bin ich auch gespannt. Aber bevor ich mit den Let's Plays von der Xbox oder der PlayStation da auch anfange, machen wir als nächstes erstmal ab dem 11.11. beginnt ja bei mir hier auf dem Kanal komplette Elder Scrolls Saga. Da spielen wir vom ersten bis zum aktuellsten Teil alle. Versuchen da auch so viel von der Story und von Nebenmissionen und so weiter mitzunehmen, was möglich ist. Elder Scrolls Arena habe ich sogar schon bei mir hier auf dem PC schon draufgeladen. Ich habe sogar versucht, irgendwie mit Hilfe von Mods und so weiter die Grafik ein bisschen besser zu machen. Und auch hier eine deutsche Sprachausgabe irgendwie zu finden, zumindest dass die Texte auf Deutsch sind, ist irgendwie nicht so ganz am Funktionieren. Also ich habe die Mods zwar installiert, aber naja, irgendwie ist das alles immer noch genauso wie vorher. Ist immer noch die englische, alles immer noch auf Englisch da in dem Spiel.
Und da muss ich schauen, was ich genau machen muss oder wie ich es genau machen muss, damit es funktioniert. Damit wir auch pünktlich zum 11.11.2022, also 11 Jahre nach dem Release von Skyrim, dass wir mit Arena anfangen. Und dass wir dann auch alles auf Deutsch da haben und dass es ein bisschen angepasster ist. Klar ist es immer noch diese Pixel-Grafik und so weiter von 1994 natürlich. Kann man nichts dran ändern. Aber das ist dann zumindest nicht so. Ach, hier ist voll. Nicht so verwaschen aussieht. Vor allem aber auch in Elder Scrolls Arena. Hat nicht gerade viele Mods. Also. Da habe ich nicht so viele auch gefunden gehabt. So, und ich habe auch nicht so viel Erfahrung mit Mods, muss man auch sagen. Und beim Antesten, ich habe ja ein bisschen angetestet gehabt, das Spiel. So, weil ich ja auch schauen muss, dass die Mods auch laufen, was die bisher noch nicht tun. So, sind mir auch so ein paar Dinger aufgefallen, auf jeden Fall. So, zum Beispiel, dass man da die kaiserliche Fraktion gar nicht spielen kann. Oder die Orks. Die, Mazima. Dass man dann halt nur zwischen den ganzen anderen Völkern. Ja, die Dwemer und die Falmer kann man ja so oder so nicht spielen bisher. Aber dass man die Kaiserlichen und die Orks da noch nicht spielen konnte, wusste ich jetzt zum Beispiel noch nicht bis zum Testanlauf. Aber ich sehe zu, dass wir das bis dahin auf jeden Fall hinkriegen, fertig haben. Und wenn nicht bis dahin, kann ich trotzdem dann schon mal aufnehmen. Haben wir es anfangs erstmal vielleicht dann so ungemoddet. Also ohne Mods, ohne irgendwie auf heutige Standards ein bisschen komprimiert. Aber trotzdem, ich freue mich schon darauf. Vor allem auch ganz besonders auf Morrowind, weil das war mein erstes persönliches Elder Scrolls-Erlebnis. Also klar, damals, als das Spiel rauskam, habe ich das zwar noch nicht gespielt, vielleicht ein paar Jahre später, aber ich hatte damals schon richtig Spaß damit gehabt als Kind. Nie die Hauptstory gespielt als Kind damals. Warum auch immer. Sondern einfach nur Blödsinn gemacht und irgendwie. Keine Ahnung. Bei solchen Spielen, ich sehe mich immer irgendwie auch als so ein Dieb. Bin immer irgendwie der Diebesguild oder so beigetreten. Irgendwie. Wenn ich die Diebesgilde anfangs nie gefunden habe, sofort auch immer Kriegergilde natürlich. Aber sonst immer zu den Dieben rüber. So, Ausdauer ist wieder am Arsch. Was ich aber auch vorhabe zu Let's Playen. Mal schauen, ob ich das dann so irgendwie während der Assassin's Creed, Elder Scrolls Aufnahmen. Währenddessen, dass ich auch noch Enderal mache. Assassin's Creed werden wir auch auf jeden Fall noch Let's Playen, die komplette Saga. Da werde ich aber auch einen richtig geilen Ankündigungstrailer zu machen. Wenn ich das dachte.
Aber als allererstes will ich jetzt mit Elder Scrolls, vor allem auf Skyrim, bin ich auch richtig gehypt, so, weil ich habe da einiges an Mods gefunden gehabt. Wo ich auch richtig Bock habe, die zu installieren. Über Nexus Mods zum Beispiel. Aber wir werden nur Mods installieren, die zur Immersion beitragen oder Grafik aufbessern und so. Aber jetzt auch keine Nude Mods oder sowas, so Nackt Mods. Die werden wir nicht machen. Oder dass da irgendwie die Immersion vom Spiel halt gut geht. Aber auf Assassin's Creed bin ich auch auf jeden Fall richtig gehypt, die komplette Saga davon mal aufzunehmen. Vor allem, das sind jetzt schon 15 Jahre. Ubisoft hat selber schon einen Trailer irgendwie rausgehauen und so. Für 15 Jahre Assassin's Creed. So, bis Valhalla habe ich ja alle gespielt gehabt. Also, da wird ja die Überraschung und so weiter, naja, nicht so ausfallend sein, weil das haben wir ja schon alles gespielt. Okay, einige Sachen habe ich zwar wahrscheinlich schon vergessen oder so, die da vorkamen. Kann sein. Hey, Elder Scrolls, also ebenfalls eigentlich. So, von Elder Scrolls habe ich aber auch wirklich gespielt gehabt. Also so richtig Story mäßig bisher in meinem Leben nur hier Skyrim und hier The Elder Scrolls Online. Aber ab Morrowind hatte ich jedes gespielt gehabt, so. Auch Oblivion. Nur damals habe ich einfach nur, weil ich war halt noch ein Kind, da war mir die Story scheißegal. Aber ich finde es auch interessant, so wie sich bei mir der Geschmack entwickelt hatte, so was Spiele angeht. So. Früher, da war mir Story egal, Hauptsache ich konnte Scheiße bauen. Und mittlerweile so interessiere ich mich schon sehr stark für Story. War hier nicht noch irgendwo ein Baumstamm? Mir fehlt hier noch ein Baumstamm. Oder ist der? Da ist er. Doch gewusst, dass der noch da ist. Vor allem, es gibt da auch so viele Spiele, auf die ich jetzt momentan so gehypt bin. Die GTA-Saga will ich auch noch komplett spielen, vom ersten bis zum aktuellsten. Vielleicht, wenn ich mit der Saga anfange und die durch bin, ist wahrscheinlich sogar schon GTA 6 raus. Elder Scrolls 6 ist ja auch schon angekündigt worden, kommt ja nach Starfield. Fallout-Saga will ich auch noch machen. Die soll ja auch mit Fallout 5 bald weitergehen, so. Kommt zwar nach Elder Scrolls 6. Aber Starfield werden wir auf jeden Fall auch noch zusammen zocken. Fallout Saga. Und Assassin's Creed, GTA, Saints Row. Habe ich alles vor, noch zu spielen mit euch. Falls ihr selber auch noch Vorschläge habt, wirklich, also ich will jetzt nicht so ein einfaches blödes Call to Action machen, so, hey, wenn ihr das oder das sehen wollt, so, schreibt mir in die Kommentare, so was, ne. Wenn ihr wirklich Interesse habt, dass ich irgendein Spiel spiele, könnt ihr mir das gerne schreiben, also ist mir vollkommen egal, über welchen Weg, ob Kommentare, auf Facebook, Insta. Was weiß ich? Haben wir alle voll? Haben wir alle voll.
Ist mir sowas von egal, worüber ihr mir schreibt. Oder wenn ihr sogar persönlich Kontakt zu mir habt, haben einige von euch auf jeden Fall, könnt ihr mir auch gerne auch persönlich sagen, so, ich habe voll Bock, Ideen zu sammeln, was für Spiele ich alle spielen soll. Konsolen habe ich hier, abgesehen von der PS3 und der ersten Xbox, sowie die neueste Generation von denen, habe ich bisher alle da. Und da kann ich auch schauen, dass ich irgendwie auch mal ältere Games, so von der, sagen wir mal, auch von der PS2-Generation oder so, hier mal aufnehme und dann Let's Playe. Hätte ich auf jeden Fall Bock drauf. Aber kommt mir bitte nicht mit Fortnite oder sowas, ja? Da bin ich raus. Fortnite ist absolut nicht mein Spiel. Schon mal ausprobiert, muss ich ehrlich sagen. Hat mir einfach nicht gefallen, so, weil. Ja, ich bin eher wirklich vom Geschmack. Es ist einfach nicht mein Geschmack. Es ist. Es hat meiner Meinung nach zwar noch eine Daseinsberechtigung und so weiter. Leute haben ja Spaß damit. Ich bin jetzt aber auch keiner, der sagt, dass das Spiel komplett weg sein muss oder sowas. Es ist einfach nicht. Ich bin einfach nicht die Zielgruppe für Spiele wie Fortnite. Auch nicht für Call of Duty Vanguard oder sowas. Da bin ich auch einfach nicht die Zielgruppe für. Dann so eher mehr so Story-Spiele, Survival-Games. Vielleicht auch Aufbausimulation, sowas wie Anno, keine Ahnung. Age of Empires. Habe ich auch immer gerne gespielt als Kind damals. Und sowas hätte ich auch auf jeden Fall Bock, mal aufzunehmen. So, den haben wir. Und jetzt bin ich gespannt, wie weit wir. Jetzt bleibt er hängen. Toll. Wie weit wir jetzt mit der Decke da kommen. Also vermutlich, wenn diese Folge hier rauskommt, müsste es entweder Halloween sein oder einen Tag sogar nach Halloween. Weiß ich jetzt gerade nicht genau, muss ich dann schauen. So, auf jeden Fall, falls es Halloween sein sollte, dann Happy Halloween. Wenn nicht, ja, keine Ahnung, dann ist es halt ein ganz normaler Tag wie jeder andere auch, keine Ahnung. Aber falls Halloween sein sollte, dann Happy Halloween. Ah, und wieder Durst. Und da bleibe ich hängen. Hier haben wir unser Wasser. So, und ab nach oben. Ich freue mich, wenn das Ding hier fertig ist. Vor allem, das Ding ist die beste Idee, die ich jemals hatte, hier einzubauen, direkt da am Hafen. Vor allem finde ich auch gut angepasst von mir, von der Höhe her, dass wir auch direkt dann noch die oberste Etage kommen. Oder was heißt hier oberste Etage, als zumindest die zweite Etage.
Ja, nehmen wir dann halt so. Hallo? Anscheinend können wir den anderen nicht mehr nehmen, ne? Jetzt. Jetzt hat es funktioniert. Und ab nach oben. Neunundneunzig haben wir schon geschafft. Geil. Boah. Weil wir schon dahin gekommen sind. Noch 283. Wie viele Bäume wir dafür jetzt abhacken müssen. Na, das wird ein ordentlicher Spaß. Ja, komm, wir nehmen erstmal da hinten. Schon Angst gehabt. Entschuldigung. Weiß auch nicht, was los ist, dass ich die ganze Zeit so ein Kloß im Hals habe. Irgendwie das hier gefällt mir immer noch nicht. Das irritiert mich immer irgendwie. Wir brauchen was zu essen. Wir haben wieder Hunger. Wie viel haben wir noch? Ein Fleisch. Wir hätten vorhin uns die Mühe machen sollen, eine Schildkröte zu jagen oder so. Ist aber immerhin gut, dass beim Springen keine Ausdauer verbraucht wird. Oh, 113 haben wir geschafft. Ist aber auch lustig, dass wir immer wieder mal oben hängen bleiben da. Wir gehen auch gleich nach oben. Eben was essen. Je nachdem, wo der Mond momentan steht, gehen wir auch noch ins Bett. Mal schlafen. Ist schon relativ spät. Später Abend. Oder vielleicht sogar schon gleich früher morgen. Wissen wir ja noch nicht. Ist relativ weit oben der Mond.
Ob der Mann im Mond uns dazu sieht? Sieht auf jeden Fall nicht nach einem Gesicht aus da oben oder so. So, dann können wir jetzt eben was essen gehen. Ist aber schon nice, weil wir jetzt hier gekommen sind. Unser letztes Fleisch. Ja, komm, wir können uns noch schlafen legen. Da geht er gerade jetzt unter, aber die Zeit, die nehmen wir uns. So, dann können wir wieder mit dem Fahrstuhl runter. Dann holen wir uns als allererstes ein Frühstück als Schildkröten. Und dann, weil wir pennen gewesen sind, müssen da wahrscheinlich auch schon wieder ein paar Bäume nachgewachsen sein. Jo, da sieht man schon, welche nachgewachsen. Worauf ich auch Bock hätte, mal weiterzumachen, wäre eigentlich tatsächlich Outlast. Da habe ich sogar mit dem Sally zusammen. Ich weiß nicht, vielleicht kennen der ein oder andere ihn so auf seinem Kanal. Haben wir auch Outlast aufgenommen. Da kam einmal die Woche eine Folge hoch. Aber wir hatten, glaube ich, 4 oder 5 Folgen insgesamt aufgenommen gehabt und irgendwie nicht mehr weitergemacht. Warum auch, kann ich nichts sagen, weiß ich jetzt auch selber nicht so genau, warum wir nicht weitergemacht haben. Aber ich hätte auf jeden Fall richtig Bock drauf, das Spiel mal weiterzumachen. Und ich könnte auch gerne mal bei ihm auf dem Kanal so vorbeischauen. Er macht auch guten Content, zum Beispiel Uncharted macht er momentan. Schnappen wir uns ein paar Schildkröten. Hallo Frühstück. Und dich nehmen wir auf. So ist den, der liegt länger. Kriegt der erstmal unter einem Toten, genau. Ureinwohner sind nicht da. Erstmal einen Schluck trinken. Feuer. Dann holen wir uns die Bäume dahin.
Ansonsten, wenn das mit Outlast bei dem Sally zusammen auf dem Kanal nichts wird in den nächsten Wochen oder Monaten, sage ich jetzt mal, hättet ihr Bock darauf, wenn ich dann das Let's Play quasi von null bei mir auf dem Kanal mache? Also ich würde es auf jeden Fall gerne wissen, falls es euch interessiert, Outlast. Oder Bioshock. Bioshock ist auch ein geiles Spiel. Würde ich auch gerne machen. Muss aber auch ehrlich sagen, von Bioshock habe ich tatsächlich selber nie gespielt. Aber ich habe mir damals immer das Let's Play von Gronkh angesehen gehabt. Oder dem Sarazar. Ich weiß nicht mehr, wer damals das Let's Play hatte. Ich glaube, einer von den beiden war das auf jeden Fall. Oder hatten das beide? Weiß ich nicht mehr. Aber auch schon Ewigkeiten her, wo ich das angesehen hatte. Locker schon 5, 6 Jahre Minimum, wo ich das geguckt hatte. Hallo Bambi. Wo ist er? Da sind 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ach du Scheiße. 6 Stück. Ja. Ich hoffe, die sind jetzt nicht hinter mir her. Die haben zwar wieder geschrien, aber... Aber nochmal eine Schlacht gegen die würde schwierig werden. Ich glaube, die sind weg. Boah, ich dachte, das fällt jetzt auf mich. Hinbauen. Ich hoffe, da knurrt jetzt keiner hinter mir. Von denen. So, ein Baum noch. Nehmen wir den hier. Baum, fall um.
Hallo Bambi. Muss Bambi hin? Finde es auch interessant, wie dieser Baumstamm da oben kleben bleibt. Wollen wir nicht hier vielleicht irgendwo noch so ein Ding platzieren? Hätten wir da Platz dafür überhaupt? Zum Beispiel hier noch ein oder so? Glaube nicht. Bin die ganze Zeit so vom Kopf her, wir könnten vielleicht noch einen gebrauchen. Aber wäre vielleicht dann doch zu viel oder so. Und wir nehmen mal die Bäume hier. So, den hier auf jeden Fall. Ich habe irgendwo irgendwas gehört gehabt. Ist aber kein Bambi war. Ah, das ist er. Gewusst, dass ich was gehört habe. Wo sind die? Keine Ahnung, wo die gerade sind. Aber ich sage euch schon mal so, weil das hier jetzt die 50. Folge ist von The Forest bei mir auf dem Kanal, wird die Folge halt so lange dauern, bis wir die letzten 263 Baumstämme haben. Wenn das jetzt auch 4 Stunden dauert, die Folge, ist mir dann egal. Aber weil das diese 50. Jubiläumsfolge ist, ziehen wir das durch. Da ich werde hin und wieder mal so kleine Päuschen machen, so. Dann pausiere ich die Aufnahme. Da ich jetzt auch das Stream Deck von Elgato habe, kann ich auch einfach jederzeit mal auf Pause drücken für die Aufnahme.
ohne dass ich hier mit der Maus dann aus dem Spiel rausgehen muss. Dann habe ich auch weniger Arbeit so bei nachher beim Schneiden, wo ich dann diese hier wo ich dann permanent nur auf einen anderen Bildschirm gucke und so. Dass ich die dann rausschneiden muss und so weiter. Ja, dann reicht schon ein kleiner Blick hier da drauf. Drücke einfach Pause, fertig ist. Und dann, wenn ich wieder weitermache, wenn ich wieder so weit bin, da sind die auch schon. Wenn ich wieder so weit bin, um weiterzumachen, dann drücke ich einfach nochmal hier drauf. Für euch habe ich keine Zeit, ja? Das hier ist wichtiger. Ich brauche mein Holz. Husch, weg. Husch. Ja, ein Speer oder sowas. Oder ein Stock. Habe ich ihn nicht getroffen? Ich höre zielen oder was? Ah, Edward, nice. Headshot. Nice. So lobt sich das. Ich lasse ihn mal hier verrotten. Eure Freunde können euch abholen kommen. Aber ich nehme mir meine Pfeile wieder. Wir gehen darüber. Nice, wieder am Regnen. Boah, ich habe mich jetzt von meinem eigenen Atem da erschrocken in dem Spiel. So, wir nehmen den hier. Und den. Und den. Boah, genau neben mir aufgeprallt. Nein, falsche Richtung. So, wo sind die? Da ist noch einer. Hier ist noch einer. Und hier sind sogar noch drei. Kann es sein, dass ich hier sogar zu viele jetzt habe? Ein Baumstämmen? Ja, habe ich sogar. Das heißt, die beiden muss ich jetzt sogar schon darüber bringen. Na, Hunger, natürlich. Und müde.
So, und den Wagen muss ich noch eben zurückholen. Dann können wir uns gleich auch noch was zu essen machen. Wieder rüber schippern. Dann legen wir uns noch mal schlafen. Vor allem ist es auch schon lange her, wo ich das letzte Mal so eine etwas längere Folge gemacht hatte. Zwei Special-Folgen habe ich ja schon gemacht gehabt, so irgendwie relativ weit am Anfang. Ich glaube zwischen der 14. und 15. und irgendwann noch einmal davor. Und dann hatte ich lange, lange irgendwie keine Special-Folge mehr gemacht. Obwohl immer gesagt hatte, so, ey, ich mache noch eine Special-Folge oder so. Ja, die lasse ich als Special-Folgen halt drin. Die werden jetzt nicht umnummeriert oder so. Aber ja, ich glaube, das wird nicht mehr passen. Ne, den einen Baumstamm müssen wir jetzt in dem Wagen halt lassen. Oder? Ja. Hier passt nichts mehr rein. So, dann machen wir uns jetzt eben ganz schnell weg zu essen, bevor wir hier verhungern. Schnappen uns in der Zeit noch mal eine Schildkröte. Na, mein Süßer? So, natürlich ist mir jetzt auch schon langsam kalt. Ich würde sagen, den schiebe ich mal ein bisschen aus dem Wasser raus. So. Was? Mein Essen. Ja, jetzt ist fertig. Nice. Ist ja wieder voll geworden, das heißt, wir können uns wieder gönnen. So. Na, warte. Wir spielen mal den hier ab. Es ist immer schön zu frieren. Das mit der Kälte, ey.
ist aber übel. Dum 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 dum. Hab kurz gedacht, da wäre wieder ein Uhrensohn da hinten. Solange ich auf dem Boot bin, können die mir ja nichts. Ja. Ah, komm noch ein bisschen. Ja. Ah, wird wohl reichen. Ich würde sagen, wir machen aber jetzt ein kleines Päuschen. Für euch ändert sich nichts. Dann bin ich gleich wieder da. Bis gleich. Ciao. So, da sind wir wieder. Kleines Päuschen habe ich jetzt gemacht. Eben kurz auf Toilette gegangen und so. Und ja, wenn wir jetzt aber auch schon fast eine Stunde am Aufnehmen sind, so müssen solche Bedürfnisse auch halt mal gemacht werden. Erledigt werden. Immerhin, wir haben das Boot voll. Haben hier wieder mal jede Menge Holz gesammelt. Und ich hoffe, in der heutigen Aufnahme schaffen wir das auch alles überhaupt. Klar, okay. Special-Folge hab ich ja gesagt gehabt, so wir wollen das fertig kriegen und so. Aber ich frage mich auch, wie lange wir wohl brauchen. Also ich habe jetzt auch nicht vor, so eine 4-Stunden-Folge zu machen. So, die längste Folge, die ich gemacht hatte, war, glaube ich, knapp 2 Stunden. Das war auch eine der Special-Folgen. Da war auch ewig gedauert, so beim Upload und beim Schneiden, Rendern und so weiter. Deswegen an sich zwar auch ungern. Hin und wieder kann man mal sowas machen, wenn man die Zeit dafür hat. Und aktuell habe ich ja noch die Zeit dafür. Aber kann ich auch nicht ewig machen, sagen wir mal so. Oder jeden Tag solche langen Folgen. Würde leider nicht funktionieren. Würde leider nicht funktionieren. Denn ich will ja auch, dass jeden Tag. Entschuldigung, Kohlensäure. Ich will ja auch, dass jeden Tag eine Folge zumindest rauskommt bei mir auf dem Kanal. Und wenn, wenn ich jeden Tag solche langen Folgen raushauen würde. Ich aber auch gar keine Zeit mehr für andere Dinge, die ich erledigen muss, auch normale Haushaltssachen und so weiter, Wäsche waschen und so, Haus aufräumen bzw. Wohnung.
Komm hier da ran. Komm da ran. Lache manchmal, beziehungsweise eher meiste Zeit, mache ich also Aufnahmesessions. Nach 20 bis 30 Minuten so beende ich die Aufnahme. Hallo? Daran. Und dann habe ich so ein bisschen was vorproduziert für ein paar Tage. Und das ist eigentlich auch, finde ich, ganz gut so, weil jeden Tag so 2-3 Stunden Folgen so wäre auch eine richtige Überforderung auf jeden Fall für mich. Boah, nice, wie wir schon geschafft haben. Hallo? Wieder dran? Da. Ja, wir essen mal wieder was. Übelst am Verhungern in letzter Zeit hier. Steht denn eigentlich drauf? Zill oder Oil? Oil. Öl. Ölfeuerzeug, okay. Sieht auch ein bisschen aus wie so ein Big-Feuerzeug. So, wo steht jetzt der Mond? Ah, wird gleich schon hell. Okay. Dann heißt es gleich, wenn es irgendwie fertig aufgebaut haben, können wir auch direkt wieder rüber schippern. Dann früher morgen. Dann können wir die nächsten Bäume abholzen. Obwohl, ich hätte mich auch gerne wieder schlafen gelegt. Ja. Weil dann wären da auch sofort wieder ein paar Bäume nachgewachsen. Was ich aber auch komisch finde, oder auch interessant besser gesagt, dass nur wenn man schlafen geht, die Bäume auf einmal so aus dem Boden stampfen. Dass die da einfach so wieder aufploppen. Cool wäre es, wenn es dann echt so, auch so funktionieren würde. Man einfach sich schlafen legt und sofort ist auf einmal ein neuer Baum. Denn jetzt haben wir überlegen, wie genau funktioniert eigentlich dieses System von diesem Kran. Ich stehe drauf, ziehe ein bisschen hoch, aber oh, wir rutschen runter. Nice.
Ja, so kann man sich auch festhalten. Genau so. Ja. Guck mal, Mama, freihändig. Sah schon geil aus. Boah, ich habe schon eine Idee, wie ich diese Folge hier nennen werde. Na, ihr werdet es direkt sehen, so wenn ihr drauf schaltet, so wie der Titel der Folge sein wird. Aber ich habe jetzt schon so eine geile Idee. Nice, wie weit das schon gekommen ist. Na, ich habe schon gedacht gehabt, so der hier ist schon durch. Aber nee, aber immerhin. Immerhin ist hier schon durch. Ist durch. Und der hier ist durch. Ja, wir gehen auch schon mal runter. Durst. Hier fehlt noch auf jeden Fall mehr als die Hälfte. Und halt Schlafzimmer. Haben wir hier nur ein Viertel geschafft. So, aber sind noch 214 Baumstämme, die wir brauchen. So, die sind wieder alle voll. Hat auch ordentlich geregnet die letzten Tage hier. Wie ich immer überall hängen bleibe, ey. Und Vollgas. Baumstämme, wir kommen. Thank you.
So, von wo nehmen wir am besten jetzt Holz? Wo wird es am meisten Sinn machen? Das ist jetzt die Überlegung. In der Wald, der entfernt sich schon immer mehr und mehr von uns, umso mehr wir abholzen. Da vorne sieht gut aus. Holzen wir da ab. Ein bisschen näher. Aber das müsste reichen. Oh, die Toten liegen nicht mehr hier. Haben die die mitgenommen? Na, ah, dahin laufen die schon wieder, natürlich. Ist nichts fertig. Genau da, wo ich eigentlich hin wollte mit dem Wagen. Ich hoffe, ich laufe jetzt keinem direkt vor die Füße oder so. Komm. Komm schon, Baum. Und dann nehmen wir dich. Ja, der fällt schon richtig. Genau auf meinen Karren. Wäre schön, hätte der auch noch automatisch eingelagert. Ach, ist nur einer. Oh. Ja, du Wichser. Oh. Komm her. Oh. Ach, mach mir nicht die komplette Rüstung kaputt. Wichser. Wir haben hier drei Rüstung kaputt gemacht, ey. Ja, wir nehmen gleich ein Bad. Oh. Haben wir noch einen Baumstamm hier rumliegen? Ja, nein, vielleicht. Anscheinend nicht. Den nehmen wir gleich mit.
wenn wir den wiederfinden. Und dann machen wir aus ihm eine neue Rüstung. Ah, erstmal baden. Sind wir sauber? Nein, noch nicht. Jetzt sind wir sauber. So, suchen wir uns den Typen mal. Du bist meine neue Rüstung. Und bist schon soweit? So, wie viel haben wir? Genau, das wollte ich. Knochen fehlen wieder. Jetzt mal doch ein paar mehr von denen ausschalten. Müssten wir eigentlich auch mal demnächst, wenn wir wieder volle Knochenrüstung haben und auch genug auf Tasche haben, beziehungsweise weil wir die Rüstkammer fertig haben, können wir mal auf Ureinwohnerjagd gehen und uns jede Menge Knochenrüstung bauen und so Rüstungsständer. So. Hallo? Aber auf die Ureinwohner will ich jetzt auch nicht total unvorbereitet losgehen. Da brauchen wir auf jeden Fall jede Menge, was Rüstung angeht. Hallo Bambi! Kurz gedacht gehabt, ich hätte mich verzählt oder so. Ich einmal irgendwie den Wagen ganz voll hatte oder so, aber wir hatten ja noch einen Baumstamm von vorher. Also war das doch schon richtig.
Ich finde es schon krass. Wir haben hier schon den kompletten Wald fast abgerodet. Wir nehmen hier einfach mal die Umwelt hops. Scheiß auf Natur. Luft brauchen wir nicht. Scheiß auf Sauerstoff. Wie geil, dass es wieder regnet. Ist hier noch ein Baumstamm irgendwo? Diese Suche nach einem Baumstamm, ey. Bambi, hast du einen gesehen? Bambi! Langsam haben wir wieder Hunger gleich. Hä? So, drei Bäume noch. Brauchen wir eigentlich diese ganzen Baumstämme, die in den Boden noch gewurzelt sind? Werden die benötigt, damit die Bäume überhaupt nach... Boah, ich hatte kurz gedacht, Bambi wären einer dieser Ureinwohner. Bambi erschreckt mich auch immer so. Scheiße. Hat die Umwelt mich zurück hops genommen. Hat mein Wagen erstmal geflogen. Okay. So, einer noch. Wir nehmen den hier. Ah, der hatte sogar 5. Okay. Den werden wir nicht mehr so in den Wagen mitnehmen können. Das heißt, wir müssen den so mitnehmen. Natürlich Energie wieder leer. Meine ich hier auch. Also die Dose.
Nilshunger haben wir auch jetzt. Aber ich muss sagen, ich kann auch mittlerweile verstehen, warum die Ureinwohner sauer auf mich sind. Ich habe hier das komplette Ding hier schon fast komplett abgeholzt. Wir haben hier gar keine Bäume mehr. Nur weil ich mir da hinten so einen Palast bauen will. Also aus Ureinwohnersicht kann ich das definitiv verstehen, warum man sauer auf mich ist. Was sind sie schon wieder? Kommen die zu mir? Nö. Die rennen einfach schön fröhlich weiter. Muss ich vielleicht nochmal Geld reinschmeißen? War das ein Verdorbener? Och, nö. Den lasse ich noch ein bisschen brutzeln. Den lasse ich brutzeln. So, jetzt müsste man den vielleicht essen können. Nee. Aber dann holen wir uns dafür neue Schildkröten. Ja? So, eben ein kleines Feuerchen machen. Und dann fahren wir wieder zurück. Ja, kalt, 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 kalt. Ich habe eine Idee. Erst, was wir machen, ist uns schlafen legen gleich. Anstatt das Holz direkt reinzubauen. Weil dann wachsen da ein paar Bäume nach. Jetzt, wo wir da stehen, ziehe ich hier nochmal eine neue Dose. Hol ich mir eben eine neue Dose. Neben uns aufwärmen.
Aber ich finde schon krass, wir sind jetzt schon gleich bei 1,5 Stunden. Jetzt schon 1,5 Stunden. Und wir haben hier einfach mal 49 Baumstämme beisammen. Sind doch 49, oder? 7, 14, 21, 28, 35, 42, 49, ja. 49. 50 Baumstämme im Grunde. Pro Schiffsladung. Stellen uns mal ausnahmsweise mal so dahin und gehen schon mal hoch. Wir haben schon wieder Hunger. Wir haben doch gerade erst gegessen. Wie oft der am Hungern ist, das finde ich schon krass. Gehen wollte ich. Okay, drüber sieht man den Kamin nicht. Drunter sieht man den komischerweise schon. Aber drüber nicht. Ja, sobald wir aber auch oben soweit fertig haben mit dem Aufbau, da können wir auch anfangen, oben auch Felder hinzustellen, damit wir auch was anbauen können. So. Warten morgen. So, Frühstücken brauchen wir noch nicht. Wir sind ja noch nicht am verhungern. Noch ohne knurrenden Magen. Das Ding hat die ganze Nacht gebrannt, das ist auch gut. Ich freue mich schon, sobald das Ding hier fertig ist. Und jetzt ist es aus. Jetzt sind wir am Hungern. Und
schon gleich auch noch los. Ich sehe es auch schon kommen. So, wir gehen jetzt schon mal erstmal was trinken. Und dann können wir oben was essen gehen. Hey. Ab nach oben. Aber zuerst natürlich, wenn wir die Dinger schon oben haben. Hundertzweiundachtzig haben wir schon. Geil. Wirklich geil. Boah, freue ich mich, wenn das fertig ist. Aber dafür ist ja diese 50. Special-Folge da, damit wir das hier fertig haben. Wenn wir das fertig kriegen. Ja, auch so ein geiler Ausblick. Das SOS noch da? Ja, da hinten noch das SOS. Ob überhaupt jemand irgendwann mal darauf reagieren wird. Das ist die Frage halt. Ob überhaupt jemand mir helfen kommt, zu Hilfe kommt, mich hier von der Insel da befreit. Ich glaube, die Menge an Bauholz, die man hier braucht, ist schon ein bisschen unrealistisch. Ich glaube, hier braucht man irgendwie mehr als im realen Leben irgendwie, das heißen würde. Wir haben ja da hinten auch so ein kleines Pfützelchen und dafür wurde ein ganzer Baumstamm für genutzt. Ein kleines Pfützel von einem Baum. Also, ich glaube, die Mengenangaben sind hier nicht ganz korrekt. Okay. So. Ich habe was auch schon fertig. Wieder hoch. Zieht euch das mal rein, ey. Ich will ja schon ansehen, wo da was. Und immer von rechts nach links wird er gebaut.
Die hier wird reichen. Ja. Boah, ich bin so baufanatisch hier irgendwie. So, wenn ich mir mal so genau überlege. Mal so ein riesen Ding hier bauen. Im Let's Play. Dann habe ich noch vor, da vorne noch einen Turm zu bauen. Da vorne noch eine Siedlung. Hier, das zu dieser Festung hier gehört. Da hinten noch eine zweite Siedlung, alle mit dem Weg zu verbinden und so weiter. Für ein Let's Play. Irgendwie, wenn ich genauer überlege, was ich da vorhabe, denke schon, dass es schon an Wahnsinn kreuzt. Aber klar, ich habe vor, das auf jeden Fall noch zu machen. Und dann so. Da wäre geschrien. Ja, vielleicht kommen wir sogar bei The Forest auf die 1000 Folgen. Das wäre geil auf jeden Fall. Wenn wir 1000 Folgen dann hätten. Nur die Leute tun mir dann leid, die von ganz Anfang sich das dann irgendwann in der Zukunft ansehen wollen. Die neu hinzukommen auf meinen Kanal. Und sich das von ganz Anfang ansehen wollen. Und dann sind wir schon bei Folge 1000. Aber die, die von Anfang an dabei sind, die haben auf jeden Fall den Vorteil, die wissen dann ganz genau. Wer weiß, vielleicht werden da uns noch jede Menge Insider oder sowas passieren. Die nur die Leute, von denen nur die Leute wissen, die sich meinen Kanal ansehen. Aber es gibt halt immer, egal wer mit YouTube anfängt oder so weiter, gibt immer die Leute, die von Anfang an dabei sind, so die einen immer unterstützen und so weiter. So bei jedem. Auch Gronkh hatte irgendwann mal klein angefangen, so er hatte auch wahrscheinlich anfangs erstmal nur so, keine Ahnung, wie viele Leute so. Nun, so sagen wir mal ganz am Anfang, als er angefangen hat, so die ersten zwei, drei Videos rauszuhauen damals. Hatte vielleicht auch so um die 20, 30 Leute gehabt, die ihn zugeguckt hatten. Und dann über die Jahre sind es immer mehr geworden. Dann war er irgendwann auf jeden Fall auf dem ersten Platz so der deutschen YouTube-Charts oder wie das hieß. Bis er dann irgendwann von Bibi überholt wurde. Und das ist aber auf jeden Fall krass. Aber auch ich gehöre zu den Leuten, die immer noch hier seit 2012, glaube ich, habe ich Gronkh angefangen zu schauen, so wegen seinen Minecraft-Let's Play damals. Also schon 10 Jahre schaue ich ihn. Ja, auch schon krass.
Und fand's auch immer krass, so zu sehen, wie Leute sich entwickelt haben. Und wie man auch auf YouTube wächst und so weiter. Und klar, deswegen mache ich das hier auch, denn ich will ja auch auf YouTube wachsen. Ich habe Spaß daran. Ich habe schon seit keine Ahnung wie vielen Jahren jetzt vorgehabt, selber mit YouTube anzufangen. Und jetzt habe ich erst den Mut gefunden gehabt, so vor ein paar Monaten, damit überhaupt erst anzufangen. Und klar, all die ganzen Sachen und so weiter. Man weiß nicht, welches Schnittprogramm, man weiß nicht, womit man Thumbnails erstellt und so weiter. Man braucht noch eine Capture Card, man braucht ein Screen Deck und so weiter. Nee, ich hatte das auch vor einigen Monaten noch nicht. Screen Deck und Capture Card habe ich erst auch seit ein paar Tagen. Aber man lernt das alles nach der Zeit. Und klar, ich bin auch jetzt noch weit weg von den ersten 1000 Abonnenten noch. Aber ich weiß auf jeden Fall, wenn sich Leute dafür interessieren, was ich hier mache und so weiter, die kommen auf meinen Kanal. Die finden das. Es gibt auch ein paar Leute, die empfehlen mich hier immer weiter und so weiter. Kann man auch in den Analytics ja sehen, so. Wo neue Zuschauer, wenn neue Zuschauer kommen und alte. So. Und da freut es mich, falls es irgendwem gefällt oder und so. Aber ich werde jetzt auch nicht anfangen, irgendwie zu betteln oder sowas. Ey, wenn dir das Video gefallen hat, lass ein Like da, abonniere, aktiviere die Glocke und sowas. Ne. Ich denke mir so, wenn es euch gefällt, ihr wisst ja eh alle, was ihr machen müsst. Und wenn nicht, okay, dann schade, aber dann bin ich auch nicht eure, beziehungsweise seid ihr nicht meine Zielgruppe, wenn es euch nicht gefällt. Und das ist auch vollkommen in Ordnung. So, ich merke aber auch langsam, dass ich auch selber jetzt hungrig werde. Das heißt, wir machen jetzt gleich nochmal ein kleines Päuschen. Und nach der Pause machen wir gleich auf jeden Fall ganz normal weiter. Dann bis gleich. So, da bin ich wieder. Und wir machen mal weiter. Und die muss ich auch erstmal die Axt wieder in die Hand nehmen. Was auch praktisch wäre, wenn wir ein paar mehr solcher Wegen hätten. Eins quasi nur für Steine, eins für Stöcker, eins für Baumstämme. Irgendwie auch richtig geil. So, wir fangen mit dem an. Und dann den hier. Natürlich fällt er mir wieder auf den Wagen, aber zum Glück ist er nicht wieder hunderte Kilometer in die Luft geflogen. Und wo fällt der jetzt hin? Du musst das. Das Mut. Ja, nicht abhauen, hier geblieben.
Und hops. So, müssen wir ja auch gleich wieder was essen. Also ich persönlich jetzt nicht mehr. Ich war ja gerade essen. Aber unsere Figur halt. Machen wir dies hier. Komm. Wie jetzt? Ist auch schon verdorben? Egal, wie schnell verderben die oder lag es jetzt an der Pause? Lag es jetzt einfach an der Pause? Ich habe jetzt knapp eine Stunde Pause gemacht. Nee, den will ich nicht essen. Dann brate ich hier. Lass ich den da gleich. Naja, irgendwann muss ich den essen wahrscheinlich. Ureinwohner sind gerade keine da. Die Sonne geht schon unter. Ja, das wird gleich problematisch im Dunkeln zu bauen. Und wir nehmen die da. Die sehen sehr schön aus. Fangen mit dem hier an. Dann nehmen wir den hier. Dann nehmen wir. Hallo? Und den da. Das mein Wagen. Aber wir müssen gleich auch schon wieder rüber. Kein Platz mehr. Ureinwohner sind jetzt keine da. In der Nähe. Bevor es dann gleich tiefschwarze Nacht wird. Was? Alles klar. Da ist voll, da ist voll. Schon kurios, diese Folge heute. So, Wagen ist leer. Ja, wird für heute mal ausreichen müssen. Wir dann jetzt auch wieder zurückfahren.
Ich finde schon krass, wir sind jetzt gleich schon bei 2 Stunden auf jeden Fall. Und nur noch 165 Baumstämme. Bin gespannt, wie lange wir brauchen. Oder noch brauchen. Leuchtet da was an dem Container? Sieht ein bisschen so aus. Natürlich habe ich wieder Durst. Was denn auch sonst? Hallo? Das wird wohl reichen müssen. Machen wir das mal da drauf. Machen Licht an. Natürlich ist mir jetzt wieder kalt. Was denn auch sonst? Schade, dass ich mich nicht einfach so an meinem Feuerzeug erwärmen kann. Halte mich hier mal ein bisschen warm. Ja, müsste jetzt warm genug sein. Boah, fast wäre ich runtergefallen. Egal, die Eiszapfen. Kann das Ding auch wegkokeln komplett? Etwas Gammliges essen will ich jetzt auch nicht. Oder ja ungern. Wieder am Frieren, ey. Ich werde das jetzt nicht essen.
So, schnell zum Feuer. Bevor ich hier erfriere. Nee, den Scheiß isst du nicht. Oder komm. Wir essen den jetzt doch. Oh. Konnte ihn einfach verschlingen. Oh, diese Eiszapfen wieder. Wie schnell kommen die nach? Das mit dem Regen ist schon krass. Wie schnell man hier zu einem Eiszapfen wird. Aufgehört zu regnen? Ja. Eben noch zu Ende aufwärmen. Oben links sind noch ein bisschen Eiszapfen gewesen. Das war's dann wohl. Mehr Holz habe ich nicht mehr. Nice, noch 139 Baumstämme. So, die Höhe wird reichen müssen. Wird gleich schon wieder Tag. Können wir uns eben noch schlafen legen. Essen können wir auch morgen. Jetzt regnet es aber richtig. Können wir jetzt hier eben essen? Und uns aufwärmen? Jetzt sind die noch essbar. Okay. Also frisch sind die jetzt nicht mehr. Hä? Und das? Für mein Fleisch wieder. Was soll denn das? Ein gutes Fleisch. Oh. Vor allem, sobald die Decke hier fertig ist. Ja, Essen ist fertig. Aber jetzt will ich an mein Fleisch daran kommen.
Egal, dann lasse ich es da vergammeln. Hole ich mir später ein neues. Yay. Und runter. So, dann können wir hier eben noch was trinken. Regnet ja sowieso. Dann wird das Ding eh nachgefüllt. Jo, wie das am Regnen ist. Ja, aber da hinten sind auch wieder noch mehr Bäume nachgewachsen. Das ist gut. Das heißt, wir müssen öfters mal pennen gehen. Dann ist der komplette Wald auch bald wieder da. Super. Die warten da wahrscheinlich schon auf mich hier. Hey, ihr Penner. Hier bin ich. Hier kommt ins Wasser. Diesmal aber auch nur 5. Guck mal, der Wagen, die Fahne von dem Wagen, da von dem lilanen, ist das auch ein bisschen. Hier bei der Aufnahme, da sieht man es nicht. Okay, schade. Hier bei mir aber auf dem Monitor. Da sieht man es. Probier es, sieht man das nicht. Wie schade. Wo sind die jetzt genau hingelaufen? Egal, wie viele Schildkrötenpanzer da einfach nur rumliegen. Komm, wir schnappen uns die Bäume da. Hier scheint es gut zu sein, also. Nice, die kommen schon alle entgegen. Einen kleinen Stein gesammelt. Was für Baumstämme liegen hier jetzt nicht rum?
müssten jetzt, glaube ich, auch schon 12 sein. Ja. Wenn wir die erste Wagenladung voll machen. War schon essen? Schnappen wir uns das Essen mal. Wie viel Wasseraufbereitungsdinger da wir aus denen allen machen könnten. Nämlich im Traum so viel Schildkrötenpanzer wie hier rumliegen, ey. Kann ich rein theoretisch Schildkrötenpanzer hier lagern? Wenn ich den jetzt mal ausrüste, kann ich den da. Nee, okay. Schade. Wer wohl. Geil gewesen. Den ganzen Wagen voll nur mit Schildkrötenpanzer. Wäre auch geil, wenn man aus denen so Rüstung bauen könnte. Aber ich glaube, dann wäre man so overpowered, dass die. Hallo, hallo. Liegt ja auch noch einer. Der Stöcker kann ich auch nicht mehr haben. Einen habe ich hier noch. Und runter ist jetzt keiner mehr gekullert. Das heißt, den muss ich so rüber schleppen. Und jetzt habe ich wieder Hunger, natürlich. So verfressen wie wir sind, ey. So, das bin ich selber. Ich hatte schon Panik gehabt, so wer da jetzt so am Atmen ist. So, dann machen wir uns jetzt was zu essen, eben ganz schnell.
Einwohner sind keine da in der Nähe. Auch schneller braten, ne? Na, dann nehmen wir wieder uns die neuen Bäume hier vor. Den hier zum Beispiel. Mit den ganz großen da vorne. So, machen wir eben den dicken hier fertig. Und dann den langen hier. Der Dicke hat 4 Baumstämme gegeben und der Lange 5. Ist euch das aufgefallen? Kann es sein, dass das Spiel mir weismachen will, kommt doch auf die Länge an und nicht die Dicke? Der Lange scheint irgendwie sich mehr zu lohnen. Ich glaube, das will mir das Spiel damit sagen. Natürlich, so Ehrenmenschen wie wir sind, nehmen wir natürlich auch beide, also die dicken und die langen. So, da benachteiligen wir keinen Baum. Aber ich finde es schon komisch, was mir das Spiel damit sagt. So, noch 4 plus 7, also 11 Baumstämme brauchen wir noch. Ja, hier wird's wieder. Okay, die sind alle richtig gelandet.
Jetzt haben wir schon mal 5. Dann nehmen wir den hier noch. Ernsthaft jetzt? Ja, komm, wir nehmen den hier. Okay, dafür haben wir keinen Platz mehr im Wagen. Wieder. Okay, dann brauchen wir. Baumstämme sind aber keine mehr da. Das habe ich jetzt keinen gesehen. Und die Sonne geht natürlich wieder unter. Aber wir haben immerhin jetzt gleich das Boot wieder voll. Immerhin etwas. Und natürlich haben wir auch keine Ausdauer mehr. Ah, da kommen sie schon wieder. Okay. So, die haben wir jetzt alle voll, ne? Scheinen alle voll zu sein. Ja, dann lass mal zurückschippern. Ich glaube, wir brauchen wirklich mal ein komplettes, richtiges Transportschiff. So für unser Boot. Und einfach nur zum Reisen. Ein kleines Floß zum Reisen, das Tausboot. Dann quasi als Transportboot. Können wir den hier auch abreißen. Weil alleine ein Boot zu fahren, das für zwei ausgelegt ist, weiß ich nicht. Und schaut mal, wir sind jetzt schon 50 Folgen dabei mit diesem Boot. 50 Folgen. Plus zwei extra Folgen, also lange Folgen. Woraus ich auch locker nochmal 2 bis 4 Folgen machen konnte. Also wir sind damit mit diesem Blödsinn hier mit hin und her einfach schon viel zu lange dabei.
Also, ich glaube schon, dass es Zeit wird, ja, dass wir uns demnächst auch mal ein neues Boot oder so machen. Heißt nicht, dass ich den dann komplett verschrotten werde, vielleicht nur die Dinger, die da drauf sind. Jo. Übertreib, Wim, übertreib. Bedeutet das eigentlich irgendwas, wenn der Wind hier so extrem krass ist? Deutet das auf irgendwas hin oder so? Oder ist es einfach nur so der Wind ein bisschen übertont, lautgestellt von den Entwicklern? Ja, wir haben wieder Durst. Dann gehen wir eben ganz schnell was trinken. Wir haben hier ja genug. Mittlerweile. Ach, Hunger haben wir jetzt auch. Ja, gleich hier noch. Entwickelt sich. So, dann jetzt eben ganz schnell was essen. Boah, aber es sieht schon geil aus, wenn man hier so durchläuft. Klar, wir können auch durchglitschen, weil es noch nicht fertig ist. Kann ich an das andere Stück Fleisch da? Hallo? Ah? Nein, nein. So. Ablegen. Den schmeiß ich vielleicht hier raus. Komm. Und ablegen. Okay, passiert nichts, schade. Kann ich jetzt schlechter liegen lassen. Yay. Komm, ich fütter die Fische damit. Die würden sowas tatsächlich sogar noch essen. So.
So. Ja, Wind ist schon wieder dabei. Ich erkenne da ein kleines Problem. Wenn wir schon kurz vorm Ende sind beim Bauen von dem hier oben, dürfen wir nicht so weit hochfahren. Sonst kommen wir gar nicht mehr runter. Wird es genau so passieren, nur dass wir dann nicht mal mehr loslassen können. Da müssen wir schauen, wie wir das machen. Aber das könnte ein Problem werden. Müssen wir das wahrscheinlich ja so machen. Letzte sieben. Letzte sieben, Entschuldigung. Voice Crack. Hallo? Ah, wir müssen uns beeilen, wenn wir den Schlaf noch kriegen wollen. Damit die Bäume auch nachwachsen. Glaube, so wird es schon reichen. Ja, ist auch schon bald fertig hier, ey. Nice. Hallo? So. Dann würde ich sagen, wir machen noch mal ein kleines Päuschen. Sehen uns gleich wieder. So, und da wären wir auch schon wieder. Und natürlich haben wir wieder Hunger. Die sind noch essbar. Das ist gut. Die brauchen wir ja nicht mehr. Essen wir eben noch was ganz schnell hier. Und dann machen wir uns auf die Jagd auf die letzten 90 Baumstämme. Und dann haben wir das auch schon gleich fertig. Ja, wird dann das erste 3-Stunden-Video bei mir gleich. Wir sind jetzt schon bei 2,5. Ey, komm nicht drauf klar, dass ich für ein einziges Video mal so viel Zeit nehme. Wenn es eine Aufnahmesession wäre, klar.
Aber für ein einziges Video ist schon fast wie ein Film hier. Komm, warte mal. Wir machen mal wieder Musik. Hoppla, falsche Taste. Haben wir lange nicht mehr Musik gehabt. Da fühlt man sich wieder wie in den 80ern. Ja, interessant, wo die Bäume jetzt nachgewachsen sind. Seht ihr das? So, zwei Baumstämme haben wir hier noch. Ja. Dann, wir sagen, wir schnappen uns die beiden hier oder die drei da. Oder die drei hier. Die mehr Sinn machen. Muss auch mal richtig zuhauen. Oh, wir haben wieder Durst. Muss man sagen. Ja. Und auf geht's. 90 Baumstämme, das ist nicht wirklich viel auf jeden Fall. Obwohl, wenn ich mich zurückerinnere, so ganz am Anfang. So, da waren 40 Baumstämme noch so. Wie soll ich das anstellen? Das glaube ich, dass das 40 Baumstämme waren am Anfang. Mittlerweile, wir haben da so ein System. Das heißt dann nur noch erstmal quasi
nur hin und her laufen, ein bisschen fällen und ein bisschen hin und her schippern. Das war's dann auch. Hat er kurz gedacht, er fällt auf mich. Das wäre ein bisschen ungesund gewesen. So. Vorne sind noch ein paar Bäume. Die nehmen wir auch mit. Irgendwas gehört dahin. Dass ich eher so an eines der Monster angehört hatte, so wie Muschiklaus oder so. Ich hoffe, ich habe mir das nur eingebildet. Wäre gar nicht schön, wenn die sich hierhin mal auf den Weg machen würden. Und gegen die normalen Ureinwohner weiß ich mich schon halbwegs zu verteidigen. Aber gegen die großen Dinger da weiß ich nicht, ob ich das schaffen könnte. Na, ja, dafür kommen die. Okay. Alter, wie viele Schildkrötenpanzer liegen hier denn noch? Also trinken. Trinken wollte ich noch. Und noch was essen. Ist das denn verdorben? Es ist verdorben. Und es wird einfach nicht weniger. Dafür liegt hier jetzt ein frisches Stück Fleisch. Und nochmal. Ein bisschen Holz müssen wir noch sammeln.
Komm, wir nehmen die drei Bäume hier, die so schön angereiht sind. Und den hier. Den nehmen wir auch. Jo. Digga, hier einfach mal irgendwie so ein Insekt reingeflogen, ey. Und schwirrt einfach mal vor meinem Gesicht. Weiß nicht, ob ihr das jetzt gesehen habt, aber war nicht gerade angenehm, den vor meiner Nase hier rumzuschwirren zu haben. War doch noch einer. Oder bin ich gerade blind? Hab hier nicht noch einen Baumstamm? Bei Bambis, ja, aber. Egal, da finde ich den halt nicht. Oder ich finde den später und merke nur nicht, dass er dazugehört hatte. Egal, der Wagen ist eh voll. D12. So, 3 plus 7, also 10. 10 Baumstämme bräuchten wir noch. Müssen wir uns zwei lange schnappen. Das könnte einer der langen sein, würde ich sagen. Ja, das war einer der langen. Das ist auch einer der langen, ja. Nein. War keiner der langen. Dann nehmen wir den halt. Ich glaube, die toten Bäume geben nur zwei oder drei Baumstämme. Wie ein toter Baum. Ja, zwei. Und das wird reichen. Thank you.
So, und dann haben wir es wieder voll hier. Okay, dafür haben wir keinen Platz mehr. Dann lassen wir den hier. Und die Sonne ist noch nicht mal komplett untergegangen. Wir haben schon den Wagen, den Floß hier voll. Schnell waren wir dieses Mal, ey. Krass. Aber geil, wir werden heute endlich mit der Hütte da fertig. Ja, hau einfach erstmal einfach in die Luft rein, genau. Die sind noch nicht richtig angepackt, kann ich noch nicht mitnehmen. So, jetzt würde ich sagen, dies. Boah, ich kann es kaum abwarten. Ist es gleich einfach fertig oben? Wir haben es gleich einfach fertig. Frag mich jetzt auch, wie viele Baumstämme haben wir bisher für dieses Ding hier ausgegeben, verbraucht? Also ich meine jetzt nicht nur für die Decke hier, sondern auch für die Wände, den Boden, alles. Die Treppe da. Hallo. Runter. So, jetzt können wir Licht anmachen. Ah, hier wird auch eine Beleuchtung gut. Auf jeden Fall praktisch. Und hier auch direkt am Hafen. Beziehungsweise einfach, Hafen ist das noch nicht. Noch ist das ja ein Steg.
Aber wir können das ja noch zu einem richtigen Hafen hier umbauen. Beziehungsweise habe ich sogar auch in Zukunft irgendwann vor. So. Oh, nice. 320 haben wir. Na, wir haben wieder Hunger. Wir machen uns gleich oben was zu essen, sobald wir das Ding fertig haben. Die Nacht ist ja noch jung. Das heißt, unsere Figur hier, die wir spielen, wir werden diese Nacht mal genügend Schlaf kriegen. Jo. Und jetzt gleich hier. So, letzte 7 Baumstämme. Und außer Puste. Nice. Aber Dester gefällt mir gar nicht, dass er bis hierhin durchgeht. Das heißt, wir müssten hier uns so ein Loch reinsägen. Schauen wir mal, wie wir das hinkriegen. Also, sobald es fertig ist, aber können wir nicht mehr so geil springen.
Nee, den brauchen wir nicht. Na, von der Seite können wir nicht abschließen, okay. Anders so machen sollen, oder? Wir können noch nicht schlafen. Okay, ist noch zu früh. Aber 41 Baumstämme, ey. Fehlen uns nur noch 41 von 382. Gehen wir eben schnell noch was. Ja, genau, das hatte ich vorgehabt. Was trinken? Hier auch schon mal eine Deckenlampe hinmachen. Oder hier machen wir vielleicht so zwei Deckenlampen. Hier einer, ja. Und hier einer. Und dann können wir hier auch noch einen machen. Aber den müssen wir dann mal so. Hier hin, ja. Hier fehlt aber auch noch einer. Hier der Bereich ist ganz schön dunkel. Ja, sieht jetzt nice aus. Steck hier fest, hallo. So. Dann rennen wir schon mal hoch. Dann müssten wir jetzt mittlerweile ins Bett gehen können. Hallo? Jetzt können wir. So. Ist das noch gut? Ist noch essbar. Aber wir können auch unten im Boot essen. Yay. Der Wind schon wieder. Ist immer noch essbar, okay. Du bist auch essbar. Geil. Habe ich eben noch schnell gescreenshottet. So, und ich würde sagen, den hatten wir heute schon. Den hatten wir heute noch nicht. Nehmen wir das auch noch kurz vorm Ende ab.
Boah, echt, aber zieht euch mal rein, wie viele der Bäume jetzt einfach hier. Da hinten sind sie, alles klar. Ja, die sind meinetwegen jetzt hier. Können meine Schildkrötenpanzer nichts dagegen antun? Ja, der ging daneben. Jetzt geh dahin. Im Wasser kann ich dich nicht gebrauchen. Da komme ich nicht an deine Knochen ran. Ja, jetzt bleib mal stehen. Ja. Er springt extra drauf und haut er ab, ne? Kommt er jetzt wieder? Die haut ab, okay. Mit dem Penner jetzt? Den treffe ich nicht einmal. Hey! Endlich! Wie viele Pfeile ich jetzt wegen dem verbraten habe. Liegen die hier irgendwo noch? Nee, die Keule will ich nicht. Ich will die Pfeile. Aus einem toten Körper. Mein Lagerfeuer ist nicht mehr da.
Ja, okay. Das auf dem Boot kann ich nicht dafür nehmen, weil da fliegt unser Boot wieder. Und ein fliegendes Boot können wir nicht gebrauchen. Weil dann heißt es, wir dürfen wieder schwimmen. Ah, ist neben mir aufgeprallt, okay. War hier nicht noch einer? Wir nehmen den da. Der bietet sich gerade an. So, dann haben wir schon mal 14 von 41. Baumstämmen, die uns noch fehlen. So, dann die drei noch. Bei diesen Möwen oder anderen Vögeln hier denke ich oft, das sind Papageien. Dann würde ich gerne eigentlich eins behalten. Eins, das immer so auf der Schulter irgendwie sitzt und dann so immer alles nachplappert. Das wäre so geil, wenn man sowas hier haben könnte. So allgemein einfach mal Tiere hier zähmen können. So, ich habe schon wieder Durst. Jetzt haben wir auch 26 Baumstämme insgesamt. Hoppla.
Oder habe ich richtig gezählt? 7, 14, 21, 26 hier. Ah, wir nehmen die drei da. Die bieten sich jedenfalls gut an. Jetzt habe ich vergessen zu trinken. Können wir auch gleich mit essen. Auch nö. Wieder Gammelfleisch. Oh. Lass ich den da brutzeln. Wie schnell das Essen hier weggammelt. Null! Digga! Oh nein! Nein, 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 nein. Weg von mir, weg von mir, weg von mir, weg von mir. Bitte fall wieder auseinander. Digga. Wo sind meine Snacks? Wo ist das alles, was hier war? Ich habe keine Snacks mehr. Wo ist das alles? Digga! Gedacht, das Ding wäre gefährlicher. Ja.
Egal wie viel wird das. Die duplizieren sich. Go. Hört auch mal irgendwann auf mit denen? Ich bin auch voll außer Puste. Was ein Kampf! Und ich habe gedacht, das Ding wäre noch gefährlich. Aber mein ganzes, was hier war, ist weg. Wo ist denn das alles? Oder liegt es da jetzt irgendwo, weil ich einmal erwischt wurde? Ich hatte ja noch Snacks gehabt. So, wir fällen den einen Baum noch, beziehungsweise wir fahren den Wagen da weg. Ja, das müsste erstmal reichen. Fleisch gesammelt, Fleisch gesammelt. Ist das Frischfleisch? Nein, das ist Gammelfleisch. Das, was ich in letzter Zeit weggeschmissen habe. Aber wir haben hier wieder eine Schildkröte. Das heißt, es gibt wieder vernünftig essen. Boah, aber ich habe jetzt nichts mit gerechnet, dass wir jetzt von so einem Viech attackiert werden. So, wie viel haben wir jetzt? 7, 14, 21, 28, 35. Ein Baum brauchen wir. Wir nehmen den da hinten. Ja, was ist los mit dir?
Bin sofort wieder da. So, bin ich wieder. Wo waren jetzt meine Baumstämme, die letzten beiden? Das hat mich jetzt aber auch übelst erschrocken. So. Das wird jetzt wohl reichen müssen. So, dann ein Fleisch. Legen wir schon mal rein. Oh, geil. Ja, aber ey, ich hab's echt nicht erwartet, dass wir zur Special-Folge, zur 50. Jubiläumsfolge noch diesen Bosskampf gegen Ende hinbekommen. Wer hätte das gedacht? Wer hätte das erwartet, ey? Fand ich geil, fand ich super auf jeden Fall. Ich dachte schon, das wären irgendwelche Ureinwohner. Aber ich hatte wirklich gedacht gehabt, dieses Riesenvieh aus diesen ganzen Schleimgedingse wäre gefährlicher. Hi. Ja, haut ab, euren Boss habe ich schon gekillt. Ja, und natürlich fängt es jetzt auch an zu regnen. An sich gut, dass es heißt wieder, wir haben was zu trinken. So, wir erwärmen uns jetzt erstmal ein bisschen. Ja, trinken tun wir hier. Dann setzen wir die alle hier auf. Übers Feuer. Ja. Wir sind mutig, wir springen übers Feuer. Jetzt müssen wir uns auf jeden Fall ein bisschen erwärmen.
So. Aber noch ein bisschen, dann haben wir's. So, wieder dieses Insekt. Habe keine Ahnung, wo der herkam. Wie der hier reingekommen ist. Der spielt hier die ganze Zeit rum. Immer in meiner Nähe. Vielleicht einfach, weil hier Licht ist. Was für ein Käfer oder Insekt das ist, was hier rumspielt, weiß ich nicht. Habe ich keine Ahnung. Aber trotzdem, ich feier das, dass wir unseren ersten Boss jetzt hier heute hatten. Genau zur 50. Folge, ey. Richtig geil. So, jetzt eben ganz schnell aufwärmen. Und das Ding ist wieder voll, geil. Ah, ist schon voll. Und 13 Baumstämme noch. Nice. Jetzt ganz schnell zum Feuer, bevor wir erfrieren. So. Hunger haben wir auch schon wieder. Jo, übertreibt das Ding wieder. Komm, wärm dich auf. Wir uns den und den einsamen hier. Wie schnell kann man hier erfrieren? Aber schade, dass das hier jetzt alles weg ist, was ich hier hatte. Hatte ich hier noch ein bisschen was?
Fleisch haben wir noch, das ist noch frisch. Ich nehme diesmal hier nur einen, weil ich Angst habe, dass damit gleich was passiert. So. So. Der letzte Baumstamm. Ja, nach oben können wir jetzt nicht. Wir glitschen hier jetzt durch, okay. Das heißt, wir müssen da ein Loch reinmachen. Okay, Lochsäge, Lochsäge. Warte, bevor wir was bauen, erstmal essen. Aber wir haben es fertig. Erstmal was essen. Schon, werd fertig. Dann jetzt haben wir das. Wo haben wir das? Da? Lochsäge. Aha. Müssen den so gerade wie möglich machen. Können wir da keine? Moment mal. Haben wir hier eine Loch? Eine Loch? Wir haben hier ein Loch. So. Dann brauchen wir auch ein bisschen hier. So, ja. Optimal. Hier nur noch nicht. So. Warum können wir hier nicht? Hallo? Woran liegt das? Hm, da war ganz kurz was. Ja, okay, das ist zu viel. Egal, das reicht mir. Ja, hier ist der Boden noch ganz.
Der ist hier noch gerade. Nicht so wie unten. Aber will ich hier. Genau, das will ich machen. Einmal komplett drumherum. Und sind diesmal nur 155 Baumstämme. Naja, das gefällt mir noch nicht. Aber ideal. Hier machen wir eine. Warte. Oh, machen wir eher sowas. Dass hier eher so geht. Ja, ich würde sagen, das hier wäre vielleicht für hier oben der einzige Eingang. Da gefällt mir das hier jetzt eher weniger, aber egal. Ist egal. So. Dann würde ich sagen, vielen, vielen Dank, dass ihr wieder mal mit dabei wart zu dieser 50. Special-Folge. Und ja, ab morgen wird es wieder eine ganz normale Folge geben. So wieder so 20 Minuten so im Durchschnitt. 20 bis 30 Minuten. Und ja, ich glaube zur 100. Folge, wenn wir die 100. Folge mit The Forest auch noch erreichen werden, werden wir auch nochmal eine Special-Folge machen. Für diese Special-Folge hier bin ich auch unglaublich dankbar, so geil wie das dieses Mal war. Und ja, dann würde ich sagen, wir sehen uns in der nächsten Folge wieder. Ich bin euer Max Deus und ciao.